hat die Kirche bestimmt, wie das Bild Christi aussah, gestützt auf die Autorität der Bibel. Mit der Erfindung des Films bekam die Heilige Schrift Konkurrenz. Von neuem stellte sich die Frage, wie sollte das Bild des Heilands im Kino aussehen? Seit es den Film gibt, streiten Künstler und Kirchenleute, wie das Geschehen in den Evangelien auf die Leinwand zu bringen sei. Die einen sorgen sich um volle Kinokassen, die anderen um die Seelen der Gläubigen. Und beide um die Auslegung der Botschaft. Seit Ende des vorigen Jahrhunderts ist auch der Film Zeuge historischer Ereignisse. Aufnahmen von Papst Leo dem 13. im Jahre 1898. Als er die Kamera sieht, gibt er ihr den Segen und damit auch der aufstrebenden Kinoindustrie. Zu den ersten Filmen der Jahrhundertwende gehörten diese frommen Szenen, rührend naiv gemacht wie die Andachtsbildchen der Zeit. Das neue Medium schien die Wirklichkeit täuschend echt nachzumachen, mit grotesken Effekten. Wie ein U-Boot taucht der Heiland aus den Wellen des Sees von Galiläa und schreitet dann übers Wasser. Um 1900 war das Leben Jesu schon ein Kassenfüller. Nun wurde das Evangelium tatsächlich bis in alle Winkel der Welt verbreitet, als profitables Geschäft. Die Kirche erkannte schnell die Werbekraft des neuen Mediums und meldete Urheberrechte an. Die Propagandisten der neuen Kunst tönten damals: Das Zeitalter des Bildes dämmert herauf. Die Reklame, die Illustrierten, der Film, Bilder über Bilder. Der Film wird zum besten Lehrer und zum besten Priester. Zwei Dinge wird die Zukunft bringen: Alkoholverbot und die Kinematografie. Beide werden die Menschen zu Hören führen. Prohibition and motion pictures. We must make people think above the belt. 1912 verschiffte eine amerikanische Filmfirma ihre Ausrüstung nach Ägypten und ins Heilige Land. Der erste Bibelfilm wurde vor Ort gedreht, mit dem Segen der Kirche. Als man dabei war, den Kindermord von Bethlehem in Szene zu setzen, kam es zu einem Zwischenfall. Sid Alcott erinnerte sich. Suddenly, a Mohammedan mob set upon us with clubs. Plötzlich stürzte sich eine Horde Moslems mit Knüppeln auf uns. Einige erkannte ich wieder. Die hatten vorher versucht, Geld von uns zu erpressen. Erst als ich meinen Revolver zog, verschwanden sie. Den Jesus spielte Henderson Bland, ein Engländer aus besten Kreisen. Die Dreharbeiten hatten ihn offenbar so beeinflusst, dass er später im Stil der Bibel darüber berichtete. Ein Zitat daraus. Unseren Heiland zu gestalten, ohne die heiligsten Gefühle der Menschen zu verletzen, forderte all meine seelische Hingabe. Mein sonstiges Dasein wich von mir und mein Alltagssinnen wurde fremd und fern. 4 Jahre später beschäftigte sich der bedeutende Filmpionier David Walk Griffith mit dem Jesusstoff. Er baute die Lebensgeschichte von Christus als eigenständige Episode in seinen Film Intoleranz ein. Der zeigt 4 Geschichtsepochen von Babylon bis ins 20. Jahrhundert. Griffith verärgerte seine Geldgeber. Einmal, weil er den Etat überzog, zum anderen, weil er mit der Heiligen Schrift nicht gerade respektvoll umging. Etwa bei der Hochzeit von Kanaan. Hier war Jesus der Mittelpunkt auf einem Riesenbesäufnis. Griffith setzte durch, dass die Szene in seinem Film blieb. Doch die Bedingung der Produzenten war, dass eine Schrifttafel einzufügen sei, auf der hieß es, dass der Heiland gegen Alkohol sei. So the church has always tried to have what you might call a proprietary interest in the, if not a monopoly, in depicting Jesus. Die Kirche hat immer wieder versucht, die Rollengestaltung der Jesusfilme mitzubestimmen. Man reklamierte ein Urheberrecht. So gab es immer wieder Streit mit den Filmleuten und ihren Jesusdarstellungen. Denn die Kirche argumentierte, dass sie allein die Vermarktungsrechte an der Person Jesu hätte.
distribution license for. In Der König der Könige wimmelte der Salon der Maria Magdalena rätselhafterweise nur so von Zebras. Das war ein Jesusfilm in Hollywood-Manier. Voller Sensationen, sentimental und frivol. Dieses Epos von Cecil B. DeMille war der teuerste Stummfilm aller Zeiten, aber ohne jeden historischen Anspruch. Der Film bringt von allem etwas, Lust, Laster und Sensationen. Dazu kam eine schon geradezu anrührend naive Bilderfrömmigkeit. Der Streifen beginnt mit prächtigen Szenen in Maria Magdalenas Filmpalast. Entgegen aller Überlieferung ist sie eine märchenhaft reiche Kurtisane. Und Judas, ihr Liebhaber, scheint eine Art verzogener Playboy zu sein. Seinen Jesus, den Schauspieler H.B. Warner, schirmte DeMille von der übrigen Crew ab. So umgab ihn eine gewisse Aura von Ernst und Würde. Warners gravitätische Auftritte wurden als Gipfel der Schauspielkunst gefeiert. Der Grund war eher banal. Trotz Alkoholverbots in Amerika war Warner ständig betrunken, sehr zum Verdruss der Hauptdarstellerin. Cecil B. DeMilles geballte Ladung aus Sex und Frömmigkeit setzte Maßstäbe für die Bibelfilme. Über 30 Jahre lang hat er dieses Genre perfekt beherrscht. Bei Aufkommen des Tonfilms stellten die Franzosen den ersten sprechenden Jesus vor. Regisseur Julien Duvivier ließ seinen Helden in den ersten Szenen noch nicht auftreten und baute so die Spannung auf. Die Geschichte wurde aus der Sicht Christi erzählt. Als die britische Filmbehörde 1913 gegründet wurde, erließ sie zwei strikte Verbote. Keine Szenen mit Nackten und keine mit Jesus. Ein Beispiel für die Verordnung. Im Verhör des Pilatus ist Jesus nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Art thou King of the Jews? Sayest thou this thing of thyself? Or did others tell it thee of me? Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Art thou a king then? Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. What is truth? Das Verbot bestand in England noch bis in die 30er Jahre. So lange waren die Regisseure gezwungen, in den Bibelfilmen den Jesus als vollkommen unsichtbaren Helden mitwirken zu lassen. Den ersten Jesus in voller Größe konnte das englische Publikum 1935 sehen. Es war Robert Levigan in der französischen Produktion Golgatha. Mais tout de même, tu es roi. Tu l'as dit, je suis roi et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Die Jesus-Rolle ist ja deswegen so heikel, weil es bei ihm zwei Dinge nicht gibt, die sonst zu jedem Kinohelden gehören. Er prügelt sich nicht und er darf sich nicht verlieben. Da sie nach dem Krieg in den biblischen Filmen nicht auf verkaufsfördernde Zutaten wie Sex und Gewalt verzichten wollten, ließen sich die Produzenten etwas Neues einfallen.
Christus wurde zur Nebenfigur in den Monumentalschinken über die Antike. In den 50er Jahren zog Jesus über die Breitwand. Die Cinemascope-Technik bekam einen neuen Konkurrenten, das Fernsehen. Hollywood setzte nun alles auf eine Karte und produzierte eine zweite Version von Der König der Könige. Der Titel stammte von Cecil B. DeMille. Verglichen mit seinem Werk war der neue Film ein Flop. Nicholas Ray strauchelte wie viele Kollegen vor ihm an der Frage, ob Jesus nun als Mensch oder als göttliches Wesen darzustellen sei. Jeffrey Hunter spielte den Jesus. Nicholas Ray wollte in diesem Film sein Jesus nur ungern als Wesen aus Fleisch und Blut zeigen. Hunters Jesus fehlten jedenfalls nicht nur die Hormone, sondern offenbar auch die Schweißdrüsen. George Stevens beschloss, die größte Geschichte aller Zeiten im Staate Utah im Mesa County zu drehen. Die Gegend bot ihm jene landschaftliche Ursprünglichkeit, die es in Israel nicht gab. Stevens wollte vor allem das Leben Christi historisch getreu verfilmen. And I went over to Hollywood for a week and he didn't have a screenplay by that time. But he had. Für eine Woche flog ich nach Hollywood. Stevens hatte damals noch kein Drehbuch, aber es gab schon einige Szenenentwürfe. Der Dichter Carl Sandberg hatte sie ihm geschrieben. Ich fand sie sehr gut. Sie waren wirklich sehr schön und vor allem poetisch. Dann gab mir Stevens noch einige Seiten zum Lesen. Es war sein Konzept für den Film. Er beschrieb darin, wie Jesus gespielt werden sollte. Das Skript war beeindruckend. Stevens zeigte mir auch andere Papiere, die Kostümzeichnungen, Entwürfe für die Dekoration. Ich nahm schließlich die Rolle an. And sets, and finally I agreed to do it. I think he was looking most of all for someone to play that role whom you could believe was Jesus of Nazareth. Mein Vater suchte damals wohl in erster Linie einen Schauspieler, dem man abnahm, dass er Jesus von Nazareth sein könnte. Ihm war klar, dass der Glanz eines Stars leicht seine Rolle überstrahlt. Wir suchten deshalb einen weniger bekannten Darsteller, der allerdings genügend Reife für diese Rolle besitzen musste. Irgendwie kamen wir dann auf Max von Sydow. Wir kannten ihn von den Ingmar Bergman-Filmen her. Er wurde dann unser Jesus. And he became our Jesus. Who are you? I don't know you. Yet I know you. Baptize me, John. What is your name? Jesus. Where born? Bethlehem. Is it not you who should baptize me? Why do you ask me this? In the scriptures it's written, from you, Bethlehem, shall he come forth, who is to be ruler in all Israel, whose coming has been of old. From time everlasting. Truly this man was the Son of God. George Stevens nahm die berühmten Christusgemälde zum Vorbild für seine Regiearbeiten. Er war davon so beeinflusst, dass er darüber das Filmhandwerk vergaß. I look forward to The Last Supper, which we ich war gespannt auf die Abendmahlszene.
Ich dachte, wir Schauspieler, also Jesus und seine Jünger, würden an einem runden Tisch vor der Kamera sitzen. Und zwar so, dass jeder jeden ansehen kann, so dass Nähe entsteht. Stattdessen drehte Stevens einfach eine starre Totale von Da Vincis berühmten Fresko. And I remember the scene with the Lazarus sequence, when Jesus walks up to the tomb. Dann erinnere ich mich noch an eine andere Szene mit Lazarus, wo Jesus ihn zum Leben erweckt. Ich fand, es sei falsch, wenn Jesus von Anfang an weiß, was er zu tun hat. Ich fragte also Stevens, ob es wohl nicht besser sei, statt gleich zum Grab zu gehen, vorher ein kleines Gebet zu sprechen. Stevens gab mir recht. Und ich glaube, ich zitierte einige Zeilen aus Jesaja, kurz bevor das Grab geöffnet und Lazarus gerufen wird. Who is like thee, O Father, in heaven? Majestic in holiness, terrible in glorious deeds, doing wonders. There is none that can deliver out of thy hand. You wound, and you heal. You kill, and you make alive. Come from the four winds, O breath, and breathe upon this man, that he may live. George Stevens galt in Hollywood als einer der zuverlässigsten Regisseure. Aber er gab Unsummen beim Drehen aus. Und der Film wurde seine erste Kassenpleite. Nie wieder riskierte Hollywood so viel Geld für einen Jesusfilm. Als ich ein Porträt über meinen Vater drehte, stieß ich auf ein Interview, das er anlässlich der Premiere seines Films gegeben hatte. Nun war der Streifen für die, die Filme nur nach ihrem Einspielergebnis beurteilen, ein Misserfolg. Bei Presse und Publikum aber kam er gut an. Mein Vater hat damals gesagt, wenn ich den Film noch einmal drehen müsste, würde ich ihn genauso machen. Später in Europa hatte ein Christusfilm mit viel kleinerem Budget einen weitaus größeren Erfolg. Der Regisseur hieß Pier Paolo Pasolini. Er war ein italienischer Marxist und zweimal wegen Gotteslästerung festgenommen worden. Aber seine Version des Matthäus-Evangeliums erwies sich nicht als der respektlos grelle Film, den die Kirche erwartet hatte. Radikal wie er war, bot Pasolini die Hauptrolle einem spanischen Studenten an. Der hatte noch nie vor der Kamera gestanden. Ich habe damals zuerst Nein gesagt. Die ganze Filmerei hielt ich für unseriös. Der Kampf gegen Franco und den Faschismus war mir wichtiger. Und ich wollte meine Zeit nicht vertrödeln. And I had no time to waste. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Io non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Perché sono venuto a dividere l'uomo dal padre suo, e la figliola dalla madre sua, e la nuora dalla suocera sua. Pasolini directed me basically in two different ways. Pasolini führte auf zweierlei Art Regie. Er erklärte die Szene historisch und zeitbezogen. Ich sollte vor den Sündern, den Pharisäern, reden. The Pharisees, where he was telling me to forget. Da riet er mir, vergiss alles, was vor 2000 Jahren passiert ist. Stell dir vor, diese Leute sind die Schlechter in Frankos politischer Polizei, sind Faschisten. Ich hatte keine Mühe mehr, den zornigen Jesus zu spielen. Ich war wirklich empört. Vattene lontano da me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché pensi come gli uomini, non come Dio. After playing in a movie, that got two international Catholic prizes. Unser Film bekam zwei große Preise der katholischen Kirche. Das Werk wurde damals Ende 1964 in Rom dem Papst und seinen Kardinälen vorgeführt.
In Spanien dagegen wurde ich vor Gericht gestellt. Man warf mir vor, ich hätte in einem kommunistischen Propagandafilm mitgespielt. Mein Pass wurde eingezogen. Ich sollte die Universität verlassen und meinen Militärdienst ableisten. Deshalb ging ich nach Paris. In the Pyrenees, I was thrown out of the university for a year. I had to go to Paris, sorry. And so on. I think his goal was to bring with him rich of everybody. Der Film sollte alle ansprechen. Er sollte den Menschen einen Helden zurückgeben, der ihnen jahrhundertelang vorenthalten wurde, der ihnen entfremdet wurde. Denn Christus wird von der übermächtigen Kirche einfach nur vereinnahmt, ideologisch und politisch. Der Film sollte den Menschen einen Jesus wiedergeben, der nichts mit dem von der Kirche verfälschten Christus zu tun hat. Diese Botschaft finde ich immer noch sehr wichtig. I sympathize with this a lot. God's film was a romp. It was all about all the things that you love. Godspell war ein Hit beim Publikum. Da war alles drin, was Erfolg ausmacht. Eingängige Melodien, eine simple Handlung. Man brauchte nur ein kindliches Gemüt, um das gut zu finden. Es hieß, Jesus ist erschienen, also hab eine schöne Zeit. Seine Botschaft ist toll und wir alle sind seine Blumenkinder. Nehmt euch an der Hand, seid fröhlich. I remember very distinctly when Godspell was made. Ich erinnere mich noch gut. Als Godspell gedreht wurde, hatten die Produzenten große Sorge, dass die Kirchen dagegen sein würden, weil der Film zu respektlos sei. Jesus als Clown zu zeigen, das hielt man für einen Frevel. Was aber geschah stattdessen? Ganze Busladungen voller Kinder samt ihren Nonnen kamen zu den Filmvorstellungen angereist. Alle wollten Godspell sehen. Es gab keine kirchliche Jugendgruppe, die sich den Streifen nicht ansah. Man singt noch heute die Songs in den Kirchen. Zum ersten Mal war der Heiland im Kino ein Zeitgenosse. Im Afro-Look der 70er und ein routinierter, leider drittklassiger Tänzer. Every depiction of Jesus is both in one sense historical and contemporary. It has to be. Jede Darstellung von Christus ist gleichzeitig historisch und aktuell. Sie ist historisch, weil sie ja die Evangelien zur Vorlage hat. Man würde sonst Christus nicht wiedererkennen. Christus muss aber auch heutig sein. Ich meine das in einem sehr konkreten Sinn. Er muss die Sprache der jeweiligen Zeit, wenn nicht sogar eines bestimmten Jahrzehnts, sprechen. Sieht man sich heute Superstar oder Godspell an, so wirken die schon wieder altmodisch. Now at Superstar or Godspell, already they look a little antique. Unfortunately, when the film hit the screens in 1973, leider war die schöne Zeit der Love-ins und des Händchenhaltens vorbei, als Godspell 1973 in die Kinos kam. Trotzdem wurde es ein Erfolg, obwohl das Publikum damals lieber Krimis und Horror sehen wollte. French Connection und den Exorzist. Godspell war viel zu harmlos und nett für diese Jahre, denn die 60er waren passé. I promised Pope Paul that I would make the life of Jesus. Ich hatte Papst Paul versprochen, das Leben Jesu zu verfilmen.
Nachdem er mir damals zu meinem Film über Moses gratuliert hatte, sagte er, ich hoffe, Sie werden sich eines Tages das Leben Jesu vornehmen. Und ich versprach es ihm. Zwei Wochen später beschloss ich, Jesus von Nazareth zu produzieren, gemeinsam mit dem italienischen Fernsehen. Ich traf mich mit dem Regisseur Franco Zeffirelli und erklärte ihm, Sie müssen den Film machen, aber unter einer Bedingung. Sie drehen ihn so, wie ich es will. Und vor allem, keine Konfession wird verunglimpft. Namely, that it does not offend any denomination. Und so verhalf das seltsame Paar Lord Great und Papst Paul VI. Einem Fernsehvierteiler zur Geburt. Hilfe bekamen sie dabei von einer italienischen Hebamme namens Zeffirelli. The problem of casting Jesus was really overwhelming, haunted me. We had several ideas. Jesus zu besetzen, das ging fast über meine Kräfte. Es war quälend. Denn wir hatten keine rechten Vorstellungen von der Jesusfigur. Sollten wir Al Pacino nehmen, einen byzantinischen Schönling? Oder Dustin Hoffmann, einen hässlichen kleinen Juden? Schließlich sollte der Film ja Abermillionen von Menschen erreichen, was er denn auch tat. Menschen in aller Welt. Er sollte alle direkt ansprechen und von jedem verstanden werden. Dann wurde mir ein Schauspieler empfohlen. Er spielte in einem Stück von Tom Stoppard. Er sollte sehr gut sein, und er war es auch. Er kam also zu Probeaufnahmen nach Rom. Und für den Judas war er wirklich ganz passabel. Aber da waren seine Augen. Sie durchbohrten die Kamera. Und da hatte ich es. Wenn Judas schon solche Augen hat, welche musste dann erst Christus haben? Mir kam eine Idee, und es sagte Klick. Zeffirelli fand seinen Jesus in dem englischen Schauspieler Robert Powell. Ich sah mich nicht in der Rolle als Jesus, denn die Probeaufnahmen dafür waren eine Katastrophe gewesen. Ich musste eine blonde Perücke und einen blonden Bart tragen. Ich machte meine Kunststückchen, sagte dabei die Bergpredigt auf. Als Franco Zeffirelli später sein Buch über die Dreharbeiten von Jesus von Nazareth schrieb, sagte er mir, Schatz, ein ganzes Kapitel habe ich nur dir gewidmet. Nichts davon ist wahr. Naja. Die Wahrheit ist langweilig. But the truth is so boring. Are you the Messiah, the Son of God? I am. And you shall see the Son of Man sitting at the right hand of the power of God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. I mean, any part really offers you the opportunity, the chance, the possibility of scaling the mountain. Ich glaube, jede Rolle ist eine Klettertour. Richtigen Erfolg hat man ganz selten. Sie kann gelingen, wenn alles vorbereitet ist. Man fängt ja nicht gleich mit dem Aufstieg an. Und dann muss man nur nach der richtigen Route suchen. Dabei kann eigentlich wohl niemand einen richtigen Christus spielen. How blessed are the sorrowful! They shall find consolation! How blessed are those of gentle spirit! They shall have the earth for their possession. How blessed are those who hunger and thirst to see right prevail! They shall be satisfied!
God bless all those whose hearts are pure. Let us see God. Baker! Quiet, Mom. Where are Cornelius Bing? He certainly weren't attacking Christ himself. Natürlich haben wir Christus selbst nicht verspottet. Es war allein schon komisch, wie der Film entstand. Unsere Drehbuchidee war, was konnte witzig sein in der Epoche von Jesus? Als wir uns dann mit den Evangelien beschäftigten, da fanden wir schnell heraus, dass dieser Christus ein ganz vernünftiger Mensch war, der gute Sachen gesagt hat. Viel Witziges war darunter gerade nicht. Die Komik liegt eher darin, wie Christus missverstanden wird. There's no humor in that. The humor lies in how he gets misinterpreted. Could you be quiet, please? What was that? I don't know. It's too busy talking a big nose. I think it was Blessed Are the Cheesemakers. What's so special about the cheesemakers? Well, obviously, it's not meant to be taken literally. It refers to any manufacturers of dairy products. I mean, it's amazing. When we actually started making Life of Brian, Wir entdeckten etwas Erstaunliches, als wir das Drehbuch für das Leben des Brian machten. Als wir uns nämlich all die Kolossalschinken wie Sodom und Gomorra, die 10 Gebote und so weiter ansahen, fiel uns auf, sie alle haben etwas gemeinsam. Sie spielen in biblischer Zeit und alle sprechen sehr viel langsamer, als man das sonst in Filmen tut. Much more slowly than anyone ever speaks on film. And in a very serious voice. Ständig wurde mit getragener Stimme gesagt, dies ist eine Epoche des Heils. Wir befinden uns im Zeitalter des Herrn. Quatsch. Natürlich sprechen die Leute nicht so. Vielleicht war man deswegen über unseren Film empört, weil er zwar zur Zeit Christi spielt, aber weil in ihm die Leute so sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Morning, Savior! Quick! Now don't jostle the chosen one, please! Don't push that baby in the Savior's face, you'll catch it later! I say, could he just see my wife? She has a headache. You'll have to wait, I'm afraid. Very bad. We've got a luncheon appointment. I mean, I don't think there's anything that isn't a fit subject for humor, really. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht auch komisch ist. Wenn etwas wirklich witzig ist, kann die Regie nichts falsch machen. Nur wenn etwas unbedingt witzig sein soll, dann klappt es meist nicht. Next. Crucifixion. Yes. Good. Out of the door, line on the left, one cross each. Next. Crucifixion. Yes. Good. Out of the door, line on the left, one cross each. Next. Crucifixion. No, freedom. What? Freedom for me. They said I hadn't done anything so I could go free and live on an island somewhere. Oh. Oh, well, that's jolly good. Well, off you go then. Nah, man, you put in your leg. It's crucifixion, really. Oh, I see. Very good. Well, out of the door. Yeah, another way. Out the door. One cross each. Line on the left. Line on the left. Thank you. I think the majority of Christians who saw the film. Die meisten Christen, die den Film sahen, haben gemerkt, worum es ging. Sie haben unsere Arbeit verstanden und haben auch ihren Spaß damit gehabt. Der Film greift niemanden in seinem Glauben an. Er macht sich nur über die Dummheit von Leuten lustig. Deshalb ist er nicht gotteslästerlich. Er ist eher ketzerisch, weil er nämlich jede Art von Mitläufer kritisiert und damit indirekt auch die Kirche. Der Film fällt aber nie über den Glauben her. Als einer der umstrittensten Regisseure Hollywoods, Martin Scorsese, die letzte Versuchung Christi herausbrachte, wurde er überall von empörten Christen angegriffen. Der Film basiert auf einem Roman des griechischen Autors Nikos Kazantzakis. Darin träumt Jesus davon, Maria Magdalena zur Frau zu haben. Er durchleidet einen tiefen psychischen Konflikt, bis er schließlich am Kreuz stirbt. The idea in the Kazantzakis novel was the balance between the human nature and the divine nature of Jesus. Bei Kazantzakis geht es um die Person Christi, um seine Erscheinung als Mensch und Gott. Als mein Film gezeigt wurde, merkte ich, dass das Publikum eigentlich nicht mehr auf die Worte hört. Sie sind völlig den Bildern der Breitwand verfallen. Das war auch beim Pasolini-Film so. Die meisten Leute haben auch ihn nicht verstanden. Für sie ist ein richtig religiöser Film Nicholas Ray's Der König der Könige mit Jeffrey Hunter in der Hauptrolle. Der Streifen beweist, Riesenspektakel sind mehr gefragt als religiöse Probleme. Für mich hat Kazantzakis die Person Jesus viel unmittelbarer und zeitgemäßer gezeichnet. Im Namen Gottes zeigen Sie diesen Film nicht. Er ist abscheulich und unsittlich. Er
Er wird die christlich-jüdischen Beziehungen auf Jahre hinaus vergiften. Die Kirche hält Scorseses Film für anstößig. Er ist historisch und theologisch unkorrekt. Er würdigt die Person Christi herab und er verunglimpft in hohem Maße die Gemeinschaft der Christen. Auf solch massive Kritik waren wir nicht gefasst, vor allem nicht, in welcher Schärfe sie geäußert wurde. Die meisten Verrisse gab es, bevor der Film überhaupt zu sehen war. Ein Zeichen, dass Fundamentalisten am Werk waren. Man forderte sogar, dass Hollywood überhaupt keinen Film über Christus macht. They didn't even like the idea of Hollywood making a movie about Jesus. I think in some ways the most successful movies depicting Jesus have been the ones. Die erfolgreichsten Filme über Jesus sind die, die der biblischen Geschichte und ihrem Motiv des Opfertodes folgen. Diese Filme kommen beim Publikum gut an. You have figures who are involved in a passion play. Wie bei den Passionsspielen sind die Rollen von vornherein festgelegt, weil Jesus, einmal ganz abgesehen davon, dass wir keinerlei historische Kenntnisse von ihm haben, immer auch der Heiland ist und diese Rolle von seinen Anhängern stets bestätigt wird. The significance of Jesus is always given to us through other people who have been influenced by him. How can you build a story with historical pretend, you know, with historical pretension? When ich habe mich gefragt, wie kann ich eine Geschichte erzählen, die auf historischer Wahrheit beruhen soll, ohne dass man auch nur die geringsten Fakten besitzt? Ich kann Jesus' Leben nur so schildern, indem ich jemanden erfinde, der dieses Leben erkundet. Oder dass ich jemanden einführe, der herausfinden will, warum die Geschichte von Jesus uns berührt, warum sie für diese Welt so wichtig ist. Relevant somehow in the world we live in. Notre connaissance de la vie de Jésus est tellement mince que certains ont prétendu qu'il n'avait jamais existé. Le paradoxe, c'est que Jésus n'était pas chrétien, il était juif. Il était circoncis et il observait la loi juive. Il était obsédé par le destin d'Israël. Et comme nous tous, il était convaincu que l'époque dans laquelle il vivait était la plus importante de l'histoire. Et que la fin du monde était imminente. Les plus anciennes mosaïques le représentent comme un jeune homme imberbe. Plus tard, les artistes byzantins lui dessinèrent une barbe. Parce qu'à Byzance, la barbe était un signe de puissance. Der Film Jesus von Montreal zeigt eine franco-kanadische Schauspieltruppe, die die Passion Christi mitten in Montreal aufführt. Was sie dabei erlebt, hat enge Bezüge zum Text der Evangelien. Dennis Arcand interessiert der Widerspruch zwischen dem historischen Jesus und der kirchlich bestimmten Christusfigur. There are two things that I was looking for in the Jesus character. Zwei Aspekte haben mich besonders am Charakter von Christus interessiert. Zunächst war da seine außergewöhnliche Leidenschaft, seine Liebe. Wenn die Herrscher ihn damals hinrichten ließen, dann hing das mit seiner Hingabe zusammen. Sie war so groß, dass Christus ab einem gewissen Zeitpunkt zur Bedrohung für die politisch Mächtigen wurde. So einer wie er musste aus dem Weg geräumt und beseitigt werden, ohne Rücksicht auf die Folgen. Man musste das tun, weil Christus so vorbehaltlos seinen Nächsten liebte, weil er leidenschaftlich Gleichheit und Gerechtigkeit forderte. Er war ein Visionär. Dafür brauchte ich einen Schauspieler, der das umsetzte. Und einen mit asexueller Ausstrahlung, weil Sex in der Jesus-Geschichte nie vorkommt. Arcand verknüpft in seinem Film höchst kunstvoll das Bibelgeschehen mit der Arbeit der Schauspieler und deren Beziehungen zueinander. Der Jesusdarsteller liebt seine Bühnenpartnerin und will nicht, dass sie sich nackt auf der Bühne zeigt, obwohl dies ihre Rolle ist. Bon, la grande scène intime, vous nous jouerez ça un autre jour. On est ici pour travailler. Alors vous, vous allez vous rasseoir en arrière, et toi, tu nous fais porter une chambre, tu t'en vas chez toi, ok? Voulez-vous, je vais vous en jouer une scène?
Prisoncourt. Monsieur. Des petites crises d'acteurs, j'ai déjà vu ça. It was very well received by almost everybody. At times it became almost frightful because it was... Der Film kam überall gut an, auch in den Südstaaten der USA, wo all diese schrecklichen, strenggläubigen Leute leben. Für mich war das beängstigend und machte mich unsicher. Ich sagte mir, wenn die das gut finden, musst du irgendetwas in deinem Film falsch gemacht haben. Monsieur Coulon, vous êtes soupçonné de menace, assaut, coup, blessure, vandalisme, aux 110 000 $, à peu près. Dès que vous serez rendu au lieu de détention, vous aurez droit de vous prévaloir des services d'un avocat. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve devant le tribunal. Vous devez comprendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'une promesse de faveur, non plus que rien à craindre d'une menace pour vous induire à faire un aveu ou une déclaration. Ça va? Ça va. This is the easiest shoot that I've ever done. Keine Einstellung habe ich mit leichterer Hand gemacht als diese. Vielleicht hat er wer aus einer anderen Welt mitgewirkt, wer weiß. Seit fast 100 Jahren preisen die Filmleute Jesus auf dem Markt an. Sie verhökern ihn als Helden mit vielen Gesichtern. Sie verkaufen ihn als den sanften und duldsamen Jesus der Sonntagsschulen oder als Revolutionär oder als einen Schauspieler. All das hat der wahre Jesus überlebt. I think this is a job that's got to be done again and again and again. Sich mit Jesus auseinanderzusetzen, ist für jede Generation eine neue Aufgabe. Es geht immer so weiter, denn die Herausforderungen an Geist und Glauben werden nie aufhören. Jesus darzustellen ist nicht unmöglich, wenn man nur weiß, dass man sich seiner Person nur annähern kann. Eigentlich ist es unmöglich, Jesus Leben im Film zu erzählen. Man soll nie versuchen, alle zufriedenzustellen, sondern nur sich selbst. Am besten ist es, wenn man seine ganz persönliche Sicht von Jesus spielt.